Linda, willst du auch kommen? Ja, ich hab gerade noch mal Hunger. Also ihr habt schon gemerkt, wenn man die Leber palpiert, hier so, und der Patient atmet tief ein und aus, und ich bleibe in der Tiefe und er soll jetzt da dagegen atmen, dann kann das schon ganz schön unangenehm sein für den, der atmet. Aber ihr müsst trotzdem mit Schmackes dabei bleiben bei der ganzen Geschichte, die wir jetzt so gelernt haben. Letztlich kommt das Wort Patiens von Patiens, Patientis, Genitiv, Lateinisch, leidend. Geduldig, leidend. Ja, also Schmackes darf auch mal wehtun. Weil wir wollen ja den Druckschmerz, also die Schmerzhaftigkeit ja auch irgendwo rauskriegen, die er hat. Okay, Abdomen ist abgehakt. Wir kommen jetzt zum Kapitel Beine und Fußpulse. Und dazu gehören aber auch die Leiste, also so Eingang der Beine. Und zwar geht ihr in der Leistenbeuge, also wenn ihr, ja genau, zieh mal dein Höschen aus. So, wenn ihr die Leistenbeuge hier so habt, als Beugelinie, dann geht ihr in die Mitte zwischen Spina Iliaca und Schritt, geht ihr mal in die Mitte, in die Tiefe, so. Was tastet ihr dann hier als Leitstruktur? Nee. Ihr tastet hier wunderschön die Arteria. Die hat nur links eine. Ist doch nicht schlimm, oder? Also die Arteria femoralis tastet ihr hier. So, und die nehmt ihr als Leitstruktur und um die Arterie herum tastet ihr jetzt Lymphknoten. Normalerweise keine. Wenn hier Lymphknoten zu tasten wären, ein Lymphknoten ist dann ein krankhafter Lymphknoten, wenn er vergrößert und strukturlent ist, also schmerzhaft ist. Erst dann zählt es überhaupt, okay? Also es geht um Lymphknoten. Ja, wann hat man denn Lymphknoten in der Leistenbeuge hier in der Region? Immer, wenn man lebt. Naja, wenn ihr Unterleibstumoren habt, Beintumoren, Entzündungen am Bein, irgendwas. Die Lymphe wird ja von hier abtrainiert, vom Unterleib so ein bisschen über die Lymphe. Also wenn in der Region halt was schwer entzündet ist, okay? Dickdarm-CA. Oder ein Dickdarm-CA. Oder Unterleibs-CA oder in den Beinen irgendwas. Beim Appendizitis auch. Ja, eventuell auch so ein bisschen. So, also es geht um Lymphknoten, dann die Arteria femoralis als Leitstruktur, dieser Puls. So, jetzt habe ich hier genau den Puls. Moment. Genau hier habe ich den Puls. So, auf diesem Tup-Tup-Tup-Puls jetzt. Jetzt liegen Arterien, Venen und Nerven immer zusammen in sogenannten Gefäßnervenstraßen. Und die verlaufen jetzt natürlich so, dieser ja, so etwa. So. Innenvene, Außennerv, Iwan. Das lernt man in der Leistenbeuge. Und warum brauche ich das? Hier ist die Arterie, hier ist dieser etwa so dick wie mein Finger. Hier ist die Vene und außen die Nervus femoralis. Warum brauche ich das? Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Blutentnahme bei der Leiche machen muss, wo nichts mehr zu finden ist, dann gehe ich, naja, bei der Leiche kann ich es auch nicht mal demonstrieren, aber wenn ich nirgends Blut finde im Altenheim, bei einem Mensch, der zu dick ist und schlechte Venen hat, dann taste ich hier die Vene, gehe 1 cm medial, senkrecht in die Tiefe, durchsteche die Vene und ziehe dann langsam zurück, bis die Spitze von unten plopp wieder in der Vene ist und kann dann Blut abnehmen. Also hier kriege ich immer irgendwie noch Blut. Selbst bei der Leiche kriege ich hier Blut noch, wo sonst nirgends mehr was zu holen ist. Aber auch bei Exekierten. Oder auch bei ganz Ausgetrockneten, die keine Venchen haben, muss ich hier die femoralis tasten, Arterie. 1 cm medial, zack, steche ich rein in die Vene. So meine letzte Chance der Blutentnahme immer. Also Lymphknoten, Arteria femoralis und was noch? Ah, Leistenbruch, genau. Auch Frauen können Leistenbrüche haben. Ich lasse den Patienten jetzt mal husten. Und wenn er mir erzählt, er hätte öfters beim Husten oder beim Stehen oder schweren Heben hier so einen Knubbel und es wird wehtun, denke ich an Leistenbruch. Und beim Husten drückt sich dann hier mir was entgegen. Vor allem bei Männern ist das relevant. Und dann, wenn ich merke, obla, da könnte was sein, dann wiederhole ich das im Stehen noch einmal. Also immer dran denken, Männer haben ja viel mehr Probleme in der Richtung. So, und nochmal husten. Und dann drückt sich hier gegen meine Finger so was raus.
Das merkt man so richtig, das ist beim Husten, buff, merkt man das. Und der Patient greift sich hin und beim schweren Heben drückt sie ihn hier immer wieder. Und solange es reponibel ist, ist es harmlos. Kann kein Darm einklemmen. Wenn es aber mal einklemmt, dann kann man einen mechanischen Ileus haben. Bis hin zum Verlust von Darmabschnitten, wo operiert werden muss. Weil, wir müssen uns das so vorstellen, hol ich mir gerade mal das Beckenmodell. Das Beckenmodell. Wie funktioniert denn eigentlich eine Leiste? Hernie, Leistebruch, Dankeschön. So, also, ihr habt ein... So, dieses Teil, das Holzteil ist jetzt hier, was? Das Ligamentum inguinale zwischen Schambein und Spina jaca anterior superior. Welcher Muskel zieht hier so durch? Der Ilio, den wir beim Blinddarm vorhin getestet haben? Der Iliopsoas, genau. Okay. Und welche Muskulatur kommt von hier und tut hier so ansetzen? Die Bauchmuskulatur, genau. Okay. Hebst du mal das gerade so ein bisschen? So. Jetzt müsst ihr vorstellen, bei Männern kommt jetzt der Samenstrang da so hoch aus dem Hoden und geht über dem Leistenband. Hier ist die sehnige, flächige Sehne von meinem Bauchmuskulatur. Und das ist jetzt hier mein, der geht da durch. Seht ihr was? Und da muss eine Lücke sein. Jetzt könnte von innen sich hier Darmschlingen rein, in diese Lücke reindrücken und abgeklemmt werden. Das ist die Leistenhernie. Solange es reponibel ist, passiert nichts. Solange es aber einklemmt, hast du einen Darmverschluss. Also dieses Ding muss sich hier irgendwo eine Lücke schaffen und da reinziehen. Und das ist etwa der Samenstrang. Beim Mann ist so dick. Die Frauen haben auch so ein Band, das nennt man Ligamentum teres uteris, irgendwas. Also irgendein Band haben die Frauen. Aber das ist viel dünner und deswegen macht es weniger Leistenhernie. Okay? Und das zieht dann zur Prostata und vereinigt sich mit der Harnröhre und in den Penis rein. Dann, ja? Okay? Ist das klar? Also hier, tschupp. Und wenn sich da eine Darmschlinge dann dazwischen reindrückt, dann ist es meine Leistenhernie. So vom Prinzip her. Ja? Kann das sein auch, dass dann die Gewebe, normal darf das ja nicht passieren, weil die Gewebe muss... Wenn ihr schwaches Bindegewebe habt und schlecht trainierte Bauchmuskeln, dann kann es halt mehr sein. So, meine... Meine Frau, die hatte Leistenhernie. Links mehr als rechts, also so angeboren, von Kind her schon. War das nicht mal operiert bei der Viktoria? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Also, sie hatte eben Leistenhernie, dann wurde sie schwanger und haben wir gedacht, oh Scheiße. Dann haben die Chirurgen gesagt, ja, muss man vorher operieren, wegen der Schwangerschaft wird es dann schlimmer und so. Andere haben gesagt, oh, warte mal ab, wenn du schon so lange hast. Natürlich haben wir wieder nichts gemacht. Gell? Schwangerschaft war vorbei, die Leistenhernie war genauso wie eh und je. Trotz schwieriger Geburt und so. Und dann kamen Zwillinge. Zwillinge sind noch schlimmer. Dann hat es geheißen, oh je, aber spätestens jetzt muss man operieren. Wir natürlich wieder nichts gemacht. Und wieder furchtbar komplizierte Geburt und halb Kaiserschnitt, halb Sturzgeburt, halb eine Kind so, eine so, und also mit allen Komplikationen. Und dann. Leistenhernie ist immer noch gleich geblieben. Und sie ist sogar mit Zwillingen im Bauch im siebten Monat noch joggen gegangen. Also geht alles irgendwo. Sie hat aber auch ein relativ stabiles Bindegewebe. Ah, die hat eine super Bindegewebe, genau. Im Gegensatz zu mir. Im Gegensatz zu dir, genau. Du Omi. Boah, danke. Victoria ist halt noch jünger. 200 Jahre. Genau. Die machen es auch. Okay. Also wir merken uns bei der Leiste, wir tasten Arteria femoralis, gehen gedanklich in die Lymphknoten, lassen einmal kurz huschen, wenn was auffällig ist, stehen, nochmal husten lassen so, und dann Diagnose Leistenhernie, ja, nein. Jetzt sind wir an den Beinen und da geht es um Hand aufs Knie, das Knie, knirsch, es knirscht unter dem, sie hat auch was am Knie. Ja. Es ist da mal irgendwie rausgesprungen früher, ne? Es knirscht richtig. Ich höre es, ich spüre es und es tut auch weh. Also hier knirsch und dann Stauch, Dreh. Und da konzentriere ich mich auf die Hüfte. Stauch, Dreh. Da geht es nicht mehr ums Knie, da geht es jetzt um die Hüfte, okay? Seitenvergleich. Aber auch das Linke hat ein bisschen Knacks. Ne? Ja. Merkst du was? Ich weiß das. Stauch, Dreh, Hüfte. Okay, also Kniearthrose, Hüftarthrose, fertig, abgehakt. So, jetzt geht es um
die Vena Saphena Magna, diese Hauptvene, die hier die Krampfadern bilden kann. Gell? Und zwar nehme ich all meine Hände und tue auf der Innenseite vom Oberschenkel mal komprimieren. Und wenn das weh tut und das Bein ist so ein bisschen livide, geschwollen, livide heißt so bläulich, also venös, bläulich, rötlich, livide, verfärbt, geschwollen und tut weh. Und wenn dieses sogenannte Kompressionsschmerz am Oberschenkel weh tut, Seitenvergleich, dann wäre das Diagnose Oberschenkelthrombose. Okay? Das gleiche probiere ich jetzt mit den Unterschenkeln. Setze mir die Füße so nebeneinander. Die Füße gehen ja beim Schwab bis zur Nuff, gell? Der schwäbische Fuß. Und jetzt mache ich den sogenannten Wadenkompressionsschmerz. Okay? Seitenvergleich immer. Und wenn es jetzt hier weh tut, livide verfärbt, geschwollen und es tut weh, das ist mein Leitsymptom, dann mache ich Thrombose-Spezialzeichen, 3 Stück sind's. Schober, ich schiebe mit meinen Handkanten auf dem Tibia, auf der Knochenkante vom Tibia hier runter. Und wenn das eine Thrombose wäre, dann ist ja alles so ein bisschen geschwollen und entzündet so leicht. Und dann würde das weh tun im Vergleich zu hier. Okay? Dieses Runterschieben mit den Knochen auf Knochen würde wehtun. Schober, ich schiebe mit den Knochen auf dem Tibia runter. Homan, ich hole mir den Fuß nach oben. Homan, spanne die Wadenmuskulatur an und es würde hier wehtun. Homan-Zeichen. Peyer, ich peinige die Fußsohle. P-A-Y-R geschrieben. Peyer-Zeichen, ich peinige, also ich drücke auf die Fußsohlen. Und das würde insgesamt... So tut's gut, gell? Aber es würde halt bei Thrombose wehtun, unangenehm sein. Schober, Homan, Peyer. Es gibt eben noch ein Peyer-Zeichen. Wenn ihr den Schneidersitz macht und so runterdrückt, bei Innenmeniskus würde das sau wehtun. Das ist auch ein Peyer-Zeichen bei Innenmeniskus. Der gleiche Mann hat sich 2-mal verewigt in einem Zeichen, gell? Darf ich was fragen? Ja. Wenn man jetzt an der Wade so mit der Kompression guckt, kann man da den Thrombus lösen? Nein, aber eher nicht. Ein Thrombus ist wandständig. Hm. Ein Thrombus ist ja wandständig und wächst wandständig und löst sich dann irgendwann auch wieder auf. Das heißt, der flottiert ja nicht durch die Gegend. Hm. Wenn er flottiert, landet er in der Lunge. Ja, eben, deswegen frage ich, ja. Nee, aber du musst es ja trotzdem rausfinden. Ja, er kann sich lösen, aber man macht es trotzdem. Hm. Aber normalerweise löst er sich nicht. Ja. Okay? Also Schober, Homan, Peyer, 3 Spezialzeichen. Unterschenkelthrombose, das macht ihr aber nur, wenn ihr das Leitsymptom Wadenkompressionsschmerz einseitig habt irgendwo. Okay? Gut? Jetzt sind wir ja schon am Unterschenkel. Naja, jetzt könnten wir auch die Beinödeme angucken. Also wenn sie eine Globalherzinsuffizienz hätte oder eine Rechtsherzinsuffizienz, meistens ist es eine globale, also eine linke, die dann so zur linken plus rechten wird, zu einer globalen. Und die alte Oma hat halt dann irgendwann durch hohen Blutdruck und Alter ihre Beinödeme. Ja? Unser täglich Brot draußen vor Ort. Dann beginnen die Beinödeme um die Knöchel rum. Da wird es so geschwollen halt. Gell? Und dann auf dem Tibia, auf dem Knochen, hier entlang hast du deine Dellen. Und die Dellen bleiben. Die Dellen bleiben. Oh, und wenn sie bleiben, Herzinsuffizienz. Wenn die Dellen beidseitig sind, ist es typisch für Herzinsuffizienz. Wenn es mehr so einseitig ist und so ein bisschen teigig ist, also die Dellen eher nicht so bleiben, dann ist es ein Lymphödem. Ist es dagegen wieder beidseitig und es sind so, ja, so halbe Dellen, so teigige Dellen, also so eine Mischung zwischen Lymphödem und diesen Herzdellenödemen und beidseitig, dann können es auch mal renale Ödeme sein, also von der Niere, von der kaputten Niere aus. Okay? Lymphödeme ganz teigig, Herzödeme beidseitig mit Dellen und die renalen Ödeme beidseitig dazwischen. Okay? Beginnen tun sie hier und es kann dann bis hier oben fortschreiten, hier auf dem Knochen kann ich schön drücken, bis hier können dann Dellen immer mehr den Körper stauen von unten nach oben. Ja? Also Stauung vor dem rechten Herzen nennt man das, in den Beinen am besten sichtbar und am häufigsten, wenn es vom Herz kommt, als Aszites im Bauch. Wenn der Körper mir zeigen will, das Ganze ist auch ein bisschen durch die Leber noch bedingt vielleicht oder so. Ja? Oder als Pleuraergüsse. Aber es kann auch sein, dass ein Pleuraerguss einfach nur durch Herzschwäche kommt. Ja? Also Wasser vor dem rechten Herzen kann sich hier stauen im Bauch als Aszites oder als Pleuraergüsse. Das sind die 3 Möglichkeiten, wo sich Wasser staut. Ja?
Okay, also Beinödemprüfung macht ihr dann. So, jetzt sind wir schon ziemlich weit unten, ja, von der Kopf- bis Fußuntersuchung. Jetzt nehme ich mir die Füßchen vor. So, schmeiß die stinkenden Socken Richtung Gesicht. Und dann, also am besten die Füße nebeneinander, so, genau. Und dann mit den drei Fingern Verlängerung zwischen ersten und zweiten Zehen. Entweder hier oder hier, irgendwo in dieser Region taste ich die Arteria dorsalis pedis, also die am Fußrücken, wörtlich übersetzt. Die hat so schwache, doch jetzt habe ich sie. Also wenn ihr das auf der einen Seite habt, habt ihr das auch auf der anderen Seite, weil der Körper zu 99% symmetrisch gebaut ist dann auch. Also hier habe ich jetzt 100% die Arteria dorsalis pedis pulsieren. Und wenn die jetzt, wenn das Bein jetzt kalt wäre, schlechte Durchblutung und sie raucht vielleicht noch, was hat sie? Periphere arterielle Verschlusskrankheit, PAVK. Okay? Kalt, blass, schlechte Durchblutung. Und da das ja die Gefäße sind am weitesten vom Herzen entfernt sind, ist es so wichtig, diese Fußpulse zu tasten. Okay? Und dann gibt es aber noch einen zweiten, den wir machen. Das ist hier unterhalb dieses Knöchels in dieser Kuhle. So halbmondförmig in dieser Kuhle lege ich meine Finger an. Und wie heißt die Arterie? Arteria tibialis posterior. Also Tibia ist ja hier die Schienbein, hinter dem Schienbein. Die Arterie hinter dem Schienbein. Also hier unterhalb des Innenknöchels. Innen, okay? So, wunderbar tastbar bei ihr. Sie raucht also nicht, Gott sei Dank. Wäre. Genau. Jetzt kann man natürlich noch die Arteria poplitea tasten in der tiefen Kniekehle, hier so. Ist aber eher schwierig. Manchmal schafft man es, die Arteria poplitea. Es würde dann, wenn es um Abklärung AVK geht, würde man versuchen, hier die Arterie zu tasten. Die hier, die muss immer da sein. Weil die Femoralis ist wieder Carotis zentraler Puls. Wenn der mal weg ist, ist er tot. Dann würde ich sofort hier reanimieren beginnen. Ja? Aber die anderen, die können eben einfach verschwinden oder schwach werden. Und da wir ja Pulstasten immer so ein bisschen als subjektiv empfinden, gibt es dann als nächste Stufe der technischen Untersuchungsmöglichkeit der Doppler. Doppler ist nur ein Wort für Ultraschall eigentlich. Wo haben wir Gen? Genau. Jetzt gucken wir mal, ob wir bei ihr mit dem Gel was erzeugen können. Ups. So. Irgendwie quält man das noch nicht. Moment, vielleicht kriege ich noch mal ein besseres Signal. Irgendwo gehabt. Na, jetzt gucken wir mal, ob die tibialis posterior ja besser zu ist. Hier, das sehen Sie besser. Also so hört sich halt der Puls dann an, okay? Also jetzt wisst ihr, was ein Doppler ist, okay? Das kann man mit den hirnversorgenden Gefäßen machen. Und das macht man dann bei Demenz. Und dann will man gucken, wo liegt es vielleicht an der vaskulären Demenz, hirnversorgende Gefäße, da kann man dann Carotis-Doppler machen, dann die Arteria temporalis und bla bla bla. Und also die haben dann bessere Geräte, die Spezialisten da, die Fachärzte. Machst du nachher sauber mit Socken? Genau. So, ich habe aber immer ein Gerät gehabt, das wurde geklaut. Jetzt habe ich extra wieder eins gekauft. Nicht glauben. Schön da lassen. Okay. Haben wir jetzt alles? Jo. Noch Fragen zu Bein? Dann können wir, wenn ihr wollt, Video drehen, okay? Gut. So, damit der Hintergrund hier ein bisschen sauber.
aber aussieht. Ja? Guck mal, dass du eine gute Perspektive hast, so halb schräg. Nicht so ganz, vielleicht ein bisschen halb schräg. Also du musst die beste Perspektive von allen haben. Und nicht zu nah, nicht zu weit weg. Also so, dass du alles drauf bekommst, aber auch trotzdem so nah, wie es geht. Halt auch. Ich versuche das. Ja, genau. Okay. Habt ihr noch Fragen zu Beine? Nö? Seid ihr bereit? Ich aber noch nicht. Zum Glück habe ich es nicht gesagt. Männer sind alt. Aber mir fällt es immer auf, abends in der Sauna. Wenn ich schon im Auto bin, stehen die doch vom Spiegel. Ich weiß es nicht, warum. So ist es. Ist doch gut, wenn sie für uns wundert mich sehen. Einmal. So ist es. Okay, Mausel, aber das ist nicht so das ideale T-Shirt. Du musst was Knalliges anziehen. Das ist vom Bild verwascht und verwischt das Ganze irgendwie. Sorry, immer so was Einfarbiges. Stelle ich mir halt ja. Was Unifarbenes, Einfarbiges, also das kann man nicht erkennen. Es ist halt das Video. Dünnste für die Temperatur. Des naja, es ist wenigstens Fleischfarben, da denken sie, da bist du halt traurig. Okay. Drei. Was habt ihr gesagt? Ich habe alles jetzt aufgenommen, was uns geht. Ja, das steht aber nicht, das kommt nicht ins Internet. Okay, ab jetzt offiziell. 3, 2, 1. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich an der Akademie für Ganzheitsmedizin in Heidelberg auf dem wunderschönen, romantischen Kohlhof mitten in dem Grünen, in der Natur der Reha-Klinik Königstuhl. Wir sind beim Thema körperliche Untersuchung und zwar Beine, Leiste, Beine, Fußpulse. Und wir beginnen mit der Leitstruktur Arteria femoralis, die wir hier in der Leistenbeuge sozusagen in der Mitte zwischen Spina jaca anterior superior und dem Schritt etwa hier in der Mitte am besten beidseits einfach mal aufsuchen. Wir haben hier den zentralen Puls, die Arteria femoralis. Wenn die mal nicht da ist, braucht er gar nicht mal weiter untersuchen, dann ist der Patient nämlich tot, dann wird sofort reanimiert. So, ich habe jetzt diesen Puls gefunden. Wir könnten hier jetzt, wenn wir den Puls an der Stelle haben, wenn wir gelernt haben, Innenvene aus Nerv, Iwan, könnten wir 1 cm medial von der Arterie Blut abnehmen. Bei Menschen, die sonst ganz schlechte Venen hätten oder ausgetrocknet sind, nehme ich also tatsächlich hier im Altenheim manchmal auch noch Blut ab. Oder auch bei der Leiche, wenn das erforderlich ist. So, ich habe also die Struktur, gehe jetzt in die Umgebung und prüfe hier, ob Lymphknoten tastbar sind. Wenn ja, denke ich an Tumoren im Unterleibsbereich, im gynäkologischen Bereich oder an Beinentzündungen, an schweren, dann würden hier die Lymphknoten geschwollen. Als drittes denke ich an die Leistenhernie und lasse den Patient husten. Sollte er berichten, dass er beim schweren Heben oder Husten hier sich was rauswirbt oder das manchmal drückt und wehtut, muss ich an Leistenhernie denken und wiederhole das Ganze dann im Stehen noch einmal. Solange es reponibel ist, ist es harmlos, kann man abwarten. Wenn es eine eingeklemmte Leistenhernie ist, ist es sofort ein Notfall, akutes Abdomen und er muss operiert werden und verliert vielleicht ein Stück seines Darmes. Okay, das zum Thema Leiste und Lymphknoten in der Leiste. Als nächstes kommen wir zur Kniearthrose und zur Hüftarthrose. Wir legen unsere Hand auf das Knie, nehmen den Fuß fest in die Hand, gehen einmal hoch, einmal runter und hören und spüren das Knirschen hier unter der Hand bei Kniearthrose. Und jetzt konzentrieren wir uns auf die Hüfte hier außen, stauchen die Hüfte und drehen mal kurz in der Hüfte und fragen den Patienten, ob es weh tut. Seitenvergleich, ganz wichtig immer in der Medizin. Hier ist es nicht ganz so knirschig, aber auch nicht ganz sauber. Ja, und hier Stauch. Hüfte ist in Ordnung. Okay. So, jetzt kommen wir zum Thema Oberschenkelthrombose. Wir machen den sogenannten Oberschenkelkompressionsschmerz, indem wir medial die gesamte Muskulatur um die Vena Saphena Magna herum komprimieren. Wenn es weh tut und das Bein so livide verfärbt und leicht geschwollen ist, haben wir den Verdacht auf Oberschenkelthrombose. Immer Seitenvergleich. Okay, da ist nichts. Das gleiche jetzt, Unterschenkelthrombose. Leitsymptom ist in dem Fall
der Wadenkompressionsschmerz, also das würde jetzt wehtun. So, stellen wir mal vor, das wäre jetzt geschwollen, Libide verfärbt, also so bläulich, rötlich durch die venöse Schwellung und das würde wehtun. Dann mache ich die Thrombose-Spezialzeichen, Schober, Hohmann und Peyer. Schober heißt, ich schiebe mit meinen Handfingerknochen an der Tibia-Knochenkante herunter. Würde das bei einer Thrombose haben, würde das jetzt durch die entzündliche Schwellung mehr wehtun als hier drüben. Hohmann, ich hole mir den Fuß nach oben, spanne die Wadenmuskulatur an und das würde hier ein bisschen auch wehtun. Und Peyer, P-A-Y-R geschrieben, ich peinige die Fußsohlen mit meinem Daumen und es ist jetzt im Fall einer Thrombose nicht mehr so wunderschön angenehm, sondern eher unangenehm im Vergleich zum anderen Fuß. Immer der Seitenvergleich zählt natürlich. Okay, das waren die drei Thrombose-Spezialzeichen. Jetzt sind wir schon am Unterschenkel, wir gehen Richtung Knöchel, denn hier beginnen sich Ödeme, Beinödeme zu zeigen. Das heißt, klassische Herzödeme sind beidseitig, beginnen als Knöchelödeme, pflanzen sich dann hier an der Tibiakante, kann man das besonders schön feststellen, indem hier die Dellen beidseitig Dellen bleiben bei Herzödemen. Habe ich mehr an einseitige Schwellung, die mehr so teigig ist, also keine Dellen bleiben, denke ich mehr an Lymphödeme. Ist es dagegen wieder beidseitig, aber so eine Mischung aus teigig und dellig, dann können es auch mal renale Ödeme sein, wobei ich dann auch einen Uringeruch vielleicht wahrnehme und die Haut so ein bisschen ja, so bräunlich, schmutzig auch mal verfärbt sein könnte. Okay? Also das Häufigste sind die Beinödeme, die hier als beinahe global oder Rechtsheitsinsuffizienz sichtbar werden können, nach oben sich fortpflanzen können, aber auch als Aszitis oder Pleuraergüsse sich zeigen können im Körper. Gut, jetzt fehlen nur noch die Fußpulse. Ich lege mir die Füße nebeneinander, gehe mit meinen drei Fingern sanft, aber also nicht zu fest, aber auch nicht zu locker, mit sanftem Druck zwischen ersten und zweiten Zehen in dem Strahl nach oben und suche mal die Region ab, wo ich hier, in dem Fall habe ich jetzt hier die Arteria dorsalis pedis. Wenn das Bein einseitig kalt wäre, schlecht durchblutet und der Puls nicht tastbar und der Patient sagt, dass er raucht, ich frage ihn natürlich, und dass er eine verminderte Gehstrecke hat, man nennt es Claudicatio intermittens, also 100 Meter, 200 Meter kann er gehen und dann muss er stehen bleiben, weil ihm das Bein wehtut und nach ein paar Sekunden geht es dann wieder so ein paar Meter, dann nennt man das, diese Diagnose, Verdacht auf periphere arterielle Verschlusskrankheit, okay? Also Arteria dorsalis pedis tasten und dann natürlich noch die Arteria tibialis posterior. In dieser Kuhle unterhalb des Innenknöchels taste ich hier jetzt wunderschön diese Arteria tibialis posterior. Okay? Genau. Sollte also hier was auffällig sein, kann man dann auch nochmal die Arteria popliter in der tiefen Kniekehle in der Mitte locker mal in die Tiefe gegangen, wobei das eher schwer ist. Meistens, wenn man ehrlich ist, tastet man da eher nichts. So. Damit hat man das Kapitel Beine, Fußpulse abgehakt. Dies und noch viel mehr lernen Sie an der Akademie für Ganzheitsmedizin in Heidelberg. Rufen Sie uns einfach an 06221 40 45 07 oder gehen Sie auf die Website www.a-f-g.de. Informieren Sie sich, lassen Sie sich kostenlos unsere Kursinfos zuschicken und vereinbaren Sie einfach einen kostenfreien Probetermin. Wir freuen uns auf Sie. Dankeschön.